heute für euch mal wieder ein Frage-Antwort-Video. Ist ja letztes Mal sehr gut angekommen. Und da habe ich jetzt wieder ein paar Fragen rausgefiltert, auch mal ein paar Fragen genommen, die ich ab und zu mal per E-Mail gestellt kriege. Oder einfach, wenn Kunden da sind und mich persönlich fragen. Ja, fangen wir mal an. Was ist das schnellste Auto, das du bis jetzt gefahren, was du bis jetzt gefahren oder mitgefahren bist? Also das schnellste Auto, was ich bis jetzt gefahren bin, das hatte knapp 800 PS und knapp 1200 Newtonmeter. Das war ein E63 mit Laderumbau. Das heißt, da hat man andere Lader verbaut, hat die Vorkats entfernt etc. Das war schon geil oder war schon klasse. Das schnellste Auto, was ich mitgefahren bin, das war vor knapp 4 Jahren ein Nissan GT-R mit knapp über 900 PS. Ja, das war im Vergleich zur E-Klasse nochmal eine ganz andere Hausnummer, aber hat richtig Spaß gemacht. Frage Nummer 2. Was ist dein Lieblingsmotor? Das wisst ihr ja schon. Das ist ja im letzten Fragespiel auch schon gefragt worden, was mein Lieblingsauto ist. Da habe ich geantwortet mit C63 W204. Und aus dem Grunde ist natürlich mein Lieblingsmotor der M156 V8 Saugmotor. Frage Nummer 3 klärt sich mit Frage Nummer 2. Was war dein schnellstes Auto auf dem Leistungsprüfstand? Also mein persönlich schnellstes Auto war gerade C63 mit WiseTech Supercharged Umbau auf knapp 700 PS und 800 Newtonmeter. Eine berechtigte Frage, bearbeitest du deine Videos selber? Die Frage, die kann ich mit in der Zwischenzeit mit Ja beantworten, und zwar mit Magic Video Deluxe. Ja. Wer filmt deine Videos? Zur meisten Zeit ich selber. Aktuell ist es aber so, dass gerade Marcel oder halt Freunde, die halt da sind, zur Kamera greifen und halt dann das filmen, was ich sage. Oder ja, aber eigentlich hauptsächlich ich alleine. Hattest du als Beifahrer schon einmal Angst? Ja, ich hatte schon mal Angst. Und zwar bei meinem Partner und Sponsor oder bei unserem Partner Mario. Hat auch eine eigene YouTube-Seite und eine eigene Firma, die Lackveredelung macht. Da waren wir im neuen RS4 unterwegs und ja, da hatte ich als Beifahrer das erste Mal ein bisschen Angst. Ja, kommen wir zur nächsten Frage. Gibt es auch Autos, die du ablehnst? Ob es Autos gibt, die ich ablehne? Ja, habe ich glaube letztes Mal auch schon als Frage gehabt in der ähnlichen Art. Ja, gibt es natürlich. Hängt immer ab vom Zustand, hängt ab vom Kilometerstand. Ja, wie das Auto halt vorstellen. Wenn da halt natürlich überall Öl ist, wenn das Auto klappert, sich nicht gut anhört, dann lehne ich definitiv auch ein Auto ab. Das ist selbstverständlich und da schütze ich mich einfach natürlich, bevor nachher irgendwas kaputt geht. Eine böse Frage. Warum machen jetzt alle YouTube? Eigentlich um den Leuten was zu zeigen, um ein bisschen Abwechslung rein zu bekommen in die ganze Arbeitsthematik und natürlich auch bekannter zu werden. Es ist natürlich so, dass dieses Medium eine deutlich weitere Bandbreite hat und man halt doch schneller oder besser bekannt wird bei anderen Leuten, bei weiteren Leuten oder bei entfernteren Leuten und natürlich auch viele sehen, ja, wie du eigentlich bist, wie du dich eigentlich gibst, und es hat mir schon einige Anfragen gebracht und darüber bin ich natürlich auch stolz. Also das ist eigentlich der Hauptgrund. Natürlich kann man damit auch Geld verdienen, aber das ist eher der Nebenaspekt. Eine weitere Frage. Magst du Oldtimer? Ja, also ich mag natürlich alte Autos. Ich finde zum Beispiel alte Mustangs finde ich sehr schön. Ich finde die alten E30 sind schöne Autos. De Tomaso ist ein schönes Auto. Also es gibt schon Oldtimer, die mir gefallen und wo ich auch sage, die finde ich schön. Genauso wie der alte Opel GT. Das sind alles Autos oder Oldtimer, die mir auf jeden Fall gefallen. Ja, was haben wir denn noch für eine Frage? Nächste Frage. Das wäre gerade da die Frage, was ist dein Lieblings-Oldtimer? In dem Fall wäre es ein BMW E30 M3, weil ich einfach finde, für die damaligen Verhältnisse, was das Auto konnte, wie es ausgesehen hat mit den breiten Backen. Ja, das war einfach, oder ist einfach ein Traumauto. Ist auch heute noch zeitlos, finde ich, und ist ein Traumauto.
Hättest du gerne einen eigenen Brühstand? Ja, wer hätte den nicht? Natürlich hätte ich gerne einen eigenen Brühstand. Das ist eine Kostenfrage, ist eine Nutzenfrage. Und es ist momentan einfach so, dass es sich definitiv nicht lohnt aktuell und dass einfach auch die Kosten viel zu hoch sind, das Ganze einzubauen, zu machen. Dann muss man das betreiben, man braucht jemanden, der das Fahrzeug aufspannt und, und. Und es macht momentan keinen Sinn. Ich hätte es gerne, ich würde es mir auch wünschen, aber ja, dazu müsste es einfach ein bisschen besser laufen oder mehr frequentiert sein und sonst lohnt sich das definitiv nicht. Dann kommen wir zur letzten Frage, die lautet: Arbeitest du mit einem Partner oder und Sponsoren zusammen? Die Frage, die kann ich mit Jein beantworten. Auf der einen Art, natürlich hat man Partner, die Sachen, die man nicht kann, macht man natürlich mit einem Partner, die, oh, das gibt man weg oder. Sponsoren selber habe ich natürlich nicht. Ich habe früher mal mit dem Mario ein bisschen zusammen was gemacht. Wir machen auch heute noch was zusammen, aber unterm Strich sponsern wir uns nicht gegenseitig, sondern wir helfen uns gegenseitig bei den Videos, wir helfen uns mit Kameramaterial, weil der Mario doch relativ mehr Kameramaterial hat oder viel Kameramaterial hat. Er ist auch unten in der Timeline verlinkt als Sponsor, soweit ich weiß. Aber wie schon gesagt, wir sponsern uns nicht, sondern wir helfen uns eigentlich nur gegenseitig. Das funktioniert auch einwandfrei. Er macht ja in seinem Kanal ganz andere Sachen wie ich. Funktioniert und wir sind stolz, dass wir sauber zusammenarbeiten können. Und jetzt würde ich sagen, wünsche ich euch einen schönen Mittag und wir hören uns im nächsten Video. Bis bald. Ciao.